Dann eröffne ich die Aussprache. Das Wort hat als erster Redner der Kollege Thorsten Frey für die Fraktion der FDP, für die Fraktion der CDU/CSU. Entschuldigung. Und Thorsten Frey ist stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Als Angela Merkel im Jahr 2008 die große Ehre zuteil wurde, in der Knesset in deutscher Sprache eine Rede halten zu dürfen, da hat sie zwei ganz zentrale Sätze gesagt, die ich nur frei zitieren kann. Zum einen, die historische Verantwortung Deutschlands ist Teil der Staatsräson unseres Landes. Und zum zweiten, daraus folgt, dass die Sicherheit Israels für uns nicht verhandelbar ist. Und das bedeutet im Klartext, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese zwei Sätze sind erstens auch 11 Jahre nach der Rede immer noch aktuell wie damals. Und es bleibt unsere Verantwortung, die zwei programmatischen Sätze jeden Tag auch immer wieder mit Leben zu erfüllen. Und deswegen haben wir diesen Antrag zur Hisbollah vorgelegt als Koalitionsfraktionen und gemeinsam mit der FDP, weil wir der Auffassung sind, dass wir es nicht tatenlos hinnehmen können, dass dort eine terroristische Organisation, die das Existenzrecht Israels beschreitet und zum anderen eben auch mit terroristischen Mitteln das Land bekämpft, Deutschland als Rückzugsort, als Logistikraum, als Finanzierungsraum missbrauchen kann. Dem müssen wir uns mit aller Kraft entgegenstellen, und das machen wir mit dem vorliegenden Antrag deutlich. Es ist auch nicht so, dass es sich um ein kleines Problem handeln würde. Der Bericht des Verfassungsschutzes geht davon aus, dass im vergangenen Jahr 1050 Anhänger die Hisbollah hier hatte. Das ist ein hohes Niveau, auch in den vergangenen Jahren zuvor, und es ist eine erneute Steigerung in den letzten Jahren gewesen. Wir haben Schwerpunkte hier in Berlin, in Hamburg, und alles deutet darauf hin, dass es wichtig ist, dass wir dem einen klaren und entschiedenen Riegel vorschieben. Das hat die Bundesregierung im Übrigen auch in der Vergangenheit gemacht. Wenn man etwa daran denkt, dass der Fernsehsender Al-Manar TV im Jahr 2008 mit einem Betätigungsverbot versehen worden ist, Innenminister Wolfgang Schäuble. Oder wenn man an das Jahr 2014 denkt, wo der damalige Innenminister Thomas de Maizière den Kinderwaisenverein oder das Kinderwaisenprojekt Libanon verboten hat als Verein. Das ist übrigens dann ein Jahr später auch vom Bundesverwaltungsgericht bestätigt worden. Das waren richtige Entscheidungen, und auf diesem Weg wollen wir weiter vorgehen und dafür auch die Voraussetzungen schaffen. Deswegen plädieren wir dafür, die Hisbollah mit einem Betätigungsverbot in Deutschland zu belegen, um damit auch ganz deutlich zu machen, dass wir alles tun möchten, damit diese Gefahr in Deutschland nicht weiter von dieser Organisation ausgeht. Das hilft beispielsweise, gegen Kennzeichnungen vorzugehen. Das hilft vielleicht auch, um den unsäglichen Al-Quds-Marsch, den auch der Innensenator Geisel hier in Berlin gerne verbieten möchte, zukünftig zu verhindern. Es hat also wirklich Folgen. Und der zweite Punkt, der uns ganz wichtig ist, ist, dass wir auf europäischer Ebene die sehr künstliche Trennung der Hisbollah in einen terroristisch-militärischen Arm einerseits und einen politischen andererseits aufgeben. Ich weiß, dass die Bundesregierung im Jahr 2013 nicht das Problem war, sondern sich genau darum schon bemüht hat. Aber wir sollten weiter unsere Anstrengungen intensivieren, dass wir hier zu einer klaren Haltung kommen. Auch das Bundesverwaltungsgericht hat das klar so geäußert, und deshalb ist es ein richtiger Ansatz. Und nachdem ich zu dem Koalitionsantrag schon etwas gesagt habe, vielleicht noch ein Wort an die AfD. Sie hat auch zum wiederholten Mal hier einen Antrag vorgelegt, der auf den ersten Blick gegen Antisemitismus und für Israel gerichtet ist. Ich frage mich nur, warum Sie hier einen Antrag gegen die Hisbollah verabschieden, während 3 oder 4 Wochen zuvor Ihre Abgeordneten erneut in Syrien waren, dem Land, wo Al-Bashar Assad
seinen Vernichtungskrieg nicht machen könnte, wenn er nicht von Hisbollah unterstützt würde. Deswegen, das gehört zur Klarheit und zur Wahrheit mit dazu. Wir machen den richtigen Antrag und bitten dafür um Unterstützung. Sagte Thorsten Frey, der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, in dieser Debatte, in der es um verschiedene Anträge zum Verbot der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah geht. Auch die AfD legt einen vor. Dazu jetzt Beatrix von Storch. Herr Präsident, meine Damen und Herren, vor 6 Monaten in der Tat hat die Alternative für Deutschland hier den Antrag vorgelegt, die Hisbollah zu verbieten. Und damals haben Sie alle hier das lautstark abgelehnt und seitdem unseren Antrag im Ausschuss blockiert. Jetzt, 6 Monate später, drehen Sie bei und gehen durch die Tür, die wir politisch geöffnet haben. Wenn Sie das mit mehreren AfD-Forderungen täten, würde es in Deutschland wieder aufwärts gehen. Nur zu fühlen Sie sich gerne von uns ermutigt. Sie geben endlich und auch noch ausdrücklich die bis dahin geführte abstruse Unterscheidung zwischen einem legalen politischen Arm und einem illegalen militärischen Arm der Terrororganisation auf und fordern nun also ein Betätigungsverbot für beide Arme. Das geht in die richtige Richtung. Noch im Juni bei der letzten Debatte hat der Kollege Grötsch von der SPD hier an dieser Stelle gesagt, die Hisbollah ist im Libanon ein relevanter gesellschaftlicher Faktor, deswegen kann man ihn in Deutschland nicht verbieten. Mit der gleichen Logik müsste man auch die Mafia oder die Taliban hier politisch legal agieren lassen. Das ist vollständig absurd. Es freut uns aber, dass Sie diese Absurdität nun erkennen und also in die richtige Richtung marschieren. Aber Ihr Antrag weist 2 zentrale Schwächen auf. Sie wollen nur ein Betätigungsverbot. Wir wollen ein Vereins- oder Organisationsverbot. Nach dem Verbrechenbekämpfungsgesetz von 1994 ist das Betätigungsverbot das mildere Mittel zu unserem Organisationsverbot. Und es gibt doch keinen Grund in der Welt, auf eine Terrororganisation gegen eine Terrororganisation mit dem milderen und nicht mit dem härteren Mittel vorzugehen. Sie machen den Seehofer, sie bellen nur laut, aber sie beißen nicht. Und der 2. schwere Mangel ist die Begründung Ihres Antrages. Sie schreiben, ich zitiere, der Hisbollah zuzurechnende Vereinsstrukturen, die ein vereinsrechtliches Organisationsverbot begründen können, sind nicht feststellbar. Das ist objektiv falsch und das sagt der Verfassungsschutzbericht. Wortgleich 2017 und 2018, ich zitiere, in Deutschland pflegen die Anhänger der Hisbollah den organisatorischen und ideologischen Zusammenhalt unter anderem in örtlichen Moscheenvereinen. Lesen Sie eigentlich Ihren Verfassungsschutzbericht, wenn er Ihnen zu lang ist. Es steht auf Seite 214. Schauen Sie da einfach mal nach. Frau von Storch, gestatten Sie eine Zwischenfrage von der FDP? Nein, die gestatte ich jetzt nicht. Wenn Sie die Moscheenvereine der Hisbollah nicht antasten wollen, dann betreiben Sie reine Symbolpolitik. Und es darf eben keine Symbolpolitik bleiben. Es geht um die konkrete Umsetzung. Die Propaganda der Hisbollah in Deutschland und die Terrorfinanzierung aus Deutschland müssen gestoppt werden. Die Moscheenvereine, die es gibt, müssen aufgelöst werden. Und besonders wichtig, die Hisbollah-Anhänger müssen ausgewiesen werden. Das im Übrigen entspricht auch der Forderung der Antisemitismus-Resolution des Bundestages, die fordert ausdrücklich aufenthaltsbeendende Maßnahmen gegen Antisemitismus. Wenn das auf die Hisbollah-Anhänger nicht zutrifft, die Juden ins Gas schicken wollen und Israel vernichten wollen, auf wen denn dann? Das abscheuliche antisemitische Spektakel der Hisbollah am sogenannten Al-Quds-Tag müssen wir hier in Berlin seit 1996 ertragen, jedes einzelne Jahr. Damit muss endlich Schluss sein. Wir erwarten, dass Sie das Hisbollah-Problem bis zum nächsten Al-Quds-Tag, der dann ausfällt, in einem halben Jahr gelöst haben. Die Bürger sind ihre Lippenbekenntnisse und Sonntagsreden leid. Hören Sie endlich auf, nur Ankündigungen zu machen. Handeln Sie bitte. Gesegnete Weihnachten. Der Kollege Müller-Rosentritt von der FDP erhält Gelegenheit für eine Kurzintervention. Sehr geehrte Frau von Storch, können Sie mir die Frage beantworten, wie Sie dazu stehen, dass Mitglieder Ihrer Fraktion zum Regime von
Assad reisen, dessen Land immer noch sich im Kriegszustand mit Israel befindet und dessen Regierung quasi Seite an Seite mit Hisbollah kämpft? Meine Kollegen und wir machen uns ein eigenes Bild, was in dem Land los ist. Und in Ihrer eigenen Logik sollten Sie mal überlegen, was das eigentlich heißt für Ihre Frage. Das Gegenteil dessen, was Sie insinuieren, ist richtig. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir fahren fort in der Debatte. Als Nächste spricht für die Fraktion der SPD die Kollegin Dr. Eva Högel. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist gut und wichtig, dass es uns gelungen ist, einen sehr ausgewogenen und trotzdem klaren und deutlichen Antrag heute hier dem Deutschen Bundestag vorzulegen. Den Antrag haben wir abgestimmt zwischen Innen- und Außenpolitikerinnen und Außenpolitikern, und das ist nicht immer ganz einfach, und ich denke, uns ist etwas Gutes gelungen vor Weihnachten. Was besonders wichtig ist, ist für uns, und das, glaube ich, vertreten wir hier alle in großer Einigkeit, das Existenzrecht und die Sicherheit Israels, das gehört zur deutschen Staatsräson. Und deshalb haben wir eine ganz besondere Verantwortung, wir hier im Deutschen Bundestag, einerseits für Israel und andererseits für die Jüdinnen und Juden, die hier glücklicherweise in Deutschland leben. Und deswegen sagen wir mit diesem Antrag auch ganz klar, Antisemitismus hat in Deutschland keinen Platz. Das sind die beiden Ausgangspunkte, weswegen wir uns mit der Hisbollah beschäftigen und ganz klar sagen, dass wir die Hisbollah nicht dulden und dass wir sie bekämpfen. Und wir haben das alles auch schon mehrfach zum Ausdruck gebracht. Wir haben einen großen, umfassenden Antrag im Januar 2018 beschlossen zum Antisemitismus. Wir haben uns positioniert und das begrüßt zu 70 Jahre Staatsgründung Israels und hier im Deutschen Bundestag einmütig im April 2018 beschlossen. Und nicht zuletzt dieses Jahr im Mai einen Antrag, umstritten, aber wichtiges Signal, zur BDS-Bewegung formuliert, und dass wir die ablehnen und auch ihr keinen Platz einräumen. Und jetzt also der vierte Schritt, Hisbollah. Die Hisbollah ist eine Terrororganisation. Sie bedroht Israel, sie hetzt gegen Jüdinnen und Juden, sie nutzt Deutschland als Rückzugsraum, sie finanziert Terror und unterstützt Terror, und sie ist auch weit verzweigt im Bereich der organisierten Kriminalität. Und als Berliner Bundestagsabgeordnete sage ich hier auch noch mal deutlich, es ist widerlich und unerträglich, wie die Hisbollah aufruft und auftritt, die Hisbollah und ihre Mitglieder, jedes Jahr zum Al-Quds-Tag. Das ist nicht zu ertragen. Aber wir waren auch bisher nicht tatenlos. Wir fangen jetzt nicht bei Null an. Unsere Polizei, unsere Staatsanwaltschaften und nicht zuletzt auch mit der allgemeinen Strafverfolgungsermächtigung der Generalbundesanwalt haben die Hisbollah und ihre Anhängerinnen und Anhänger im Blick. Auch unsere Nachrichtendienste beobachten die Hisbollah, und das schon erwähnte Verbot des Fernsehsenders Al-Manar und des Vereins Waisenkinderprojekt zeigen, dass wir nicht nur wachsam sind, sondern unser Rechtsstaat auch handelt. Wir werden auch weiterhin mit allen Mitteln und Möglichkeiten des Rechtsstaates gegen die Hisbollah und ihre Unterstützer und Unterstützerinnen vorgehen. Das betrifft Geldwäsche, das betrifft organisierte Kriminalität und die Terrorfinanzierung. Und das, was wir jetzt auf den Weg bringen wollen, ein Betätigungsverbot, was zentraler Gegenstand unseres Antrages ist, das wird ein ganz wichtiger Baustein sein, damit wir noch konsequenter gegen die Hisbollah vorgehen können. Und wir werden auch weiter die Strukturen beobachten, denn am Ende steht auch immer noch die Frage, ob es nicht für ein Vereinsverbot reicht. Zurzeit sind die Strukturen noch nicht so gefestigt, aber das werden wir weiter im Blick haben. Und wir bleiben dabei nicht stehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. In dem Antrag steht viel Gutes drin, aber wir werden auch noch weitere Dinge auf den Weg bringen. Zum Beispiel haben wir geplant, das werden wir auch vorlegen, dass der Paragraph 46 im Strafgesetzbuch verschärft wird, in dem Sinne, dass wir Antisemitismus als Strafverschärfungsmöglichkeit aufnehmen. Das ist geplant. Und die Bundesjustizministerin hat bereits Vorschläge vorgelegt, dass wir auch das Verbrennen von Flaggen unter Strafe stellen. Und das betrifft insbesondere die israelische Flagge, die an dem genannten Al-Quds-Tag häufig verbrannt wird. Das sind zwei wichtige Bausteine im Strafrecht, die wir in der nächsten Zeit auch angehen werden. Also, alle, die unsere Demokratie bedrohen, alle, die unseren Rechtsstaat bedrohen, und dazu gehört die Hisbollah auch und insbesondere in Deutschland, das werden wir mit allen Mitteln und Möglichkeiten des Rechtsstaates bekämpfen. Und dieser Antrag ist ein Beitrag dazu. Deswegen bitte ich Sie um Unterstützung. Vielen Dank.
Vielen Dank. Inzwischen liegt das von den Schriftführerinnen und Schriftführern ermittelte Ergebnis der namentlichen Abstimmung vor über die Beschlussempfehlung des Innenausschusses zu dem Antrag der Abgeordneten Strasser, Kuhle, Thome und weiterer Abgeordneter der FDP, Terrorismus effektiv bekämpfen, Verantwortlichkeiten klären, Einsetzung einer Kommission zur Reform der föderalen Sicherheitsarchitektur. Das sind die Drucksachen 19-7424 und 15-129. Abgegebene Stimmkarten 648. Mit Ja haben gestimmt 506. Mit Nein haben gestimmt 139. 3 Enthaltungen. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen und der Antrag der FDP abgelehnt. Wir fahren fort in der Debatte. Als nächster spricht der Kollege Benjamin Strasser für die Fraktion der FDP. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute ist ein guter Tag für jüdisches Leben in Deutschland und es ist ein guter Tag gegen Antisemitismus. Wir bezeichnen die Hisbollah als das, was sie ist, als eine terroristische Organisation. Und an dieser Initiative haben wir als Freie Demokraten nicht einen unwesentlichen Teil. Wir haben uns sehr intensiv unterhalten, seit über einem Jahr mit beteiligten Behörden, aber auch mit jüdischen und israelischen Organisationen, was der richtige Weg hier im Kampf gegen die Hisbollah ist. Und haben aus diesen Ideen im November einen Antrag formuliert und sind mit dem Antrag auf Sie, auf die Regierungsfraktion zugegangen, mit dem Ziel, einen gemeinsamen Antrag hier vorzulegen. Und es erfüllt mich mit Stolz und Freude, dass es uns gelungen ist, unsere Kernpunkte mit in diesem Antrag zu verankern. Das sind nämlich europäische Gespräche und das ist ein Betätigungsverbot gegenüber der Hisbollah. Vielen Dank für die Zusammenarbeit und für dieses starke Zeichen. Es ist ein starkes Zeichen für Jüdinnen und Juden in Deutschland, für Israel, aber auch für Europa. Denn der Deutsche Bundestag verabschiedet sich heute endlich von dieser künstlichen Trennung der Hisbollah, die die Hisbollah selber ja bestreitet. Und wir haben weiterhin das Ziel einer europaweiten Listung der Hisbollah als terroristische Organisation. Ja, die Gespräche mit Frankreich werden schwierig, aber die deutsch-französische Freundschaft muss und die deutsch-französische Freundschaft wird das aushalten, weil wir gute Argumente haben. Die weltweite Verwicklung der Hisbollah in Drogen- und Waffenschmuggel sichert ihr ja neben der direkten Finanzierung über den Iran hinaus die politische und militärische Grundlage im Libanon im Kampf gegen Israel und im Kampf gegen Jüdinnen und Juden hier in Europa. Es geht auch aus dem Europol-Bericht aus dem Jahr 2018 hervor, der die Verbindung offenlegt zwischen organisierter Kriminalität und der Hisbollah, beispielsweise aus Einkünften aus der Geldwäsche zum Mittel der Terrorfinanzierung. Und es ist beschämend, dass Deutschland hier der Rückzugsraum in Europa für die Finanzierung und die Logistik der Hisbollah ist. Deswegen ist es richtig, dass wir diese Organisation mit einem Betätigungsverbot belegen. Und es ist richtig, dass die Bundesregierung endlich eine generelle Strafverfolgungsermächtigung erlassen hat. Herr Staatssekretär Lange, es war ja ein bisschen schwierig für Sie, meine Frage zu beantworten, ob und wann die Bundesregierung diese Strafverfolgungsermächtigung erlassen hat. Nach erneuten Nachfragen haben Sie es dann zugegeben, dass es jetzt soweit ist. Ich kann Ihnen zusagen, als Fraktion der Freien Demokraten, wir werden mit Argusaugen darauf achten, dass diese generelle Strafverfolgungsermächtigung in Deutschland mit Leben erfüllt wird und dass diese auch Konsequenzen für die Hisbollah hat. Wir haben als Deutscher Bundestag, als Bundesrepublik Deutschland eine Verantwortung für Israel. Nicht nur aus historischen Gründen aufgrund der Shoah, sondern weil Israel die einzige freie Demokratie im Nahen Osten hat, ist mit Grund- und Menschenrechten. Und deswegen gilt es, dieses Land zu schützen. Am Israel Chai, frohe Weihnachten, frohes Chanukka. Benjamin Strasser war das für die FDP-Fraktion. Hat ja vorhin auch schon mal geredet. In der Debatte ist heute sein Tag, wenn man so will. Jetzt geht es um das Verbot der Hisbollah in Deutschland und die Aufhebung der künstlichen Trennung, so sagt auch Benjamin Strasser, zwischen zivilem und militärischem Arm. Und in dieser Debatte spricht jetzt André Hunko für die Linksfraktion. Es geht um Antisemitismus, aber es geht auch um Außenpolitik. Und ich finde es
nicht akzeptabel, dass hier ein Antrag der Regierungsfraktionen in 3 Tagen durch den Deutschen Bundestag kurz vor Weihnachten gepeitscht wird, der weitgehende Implikationen hat, auf die ich jetzt eingehen werde. Der Antrag der Regierungsfraktionen ist mit heißer Nadel gestrickt. Es sind nicht nur sachliche Fehler da drin, sondern er widerspricht sich auch selbst. Sie schreiben selbst: Gleichzeitig ist die Hezbollah ein zentraler Akteur in der politischen, militärischen und gesellschaftlichen Landschaft des Libanon, insbesondere für die Belange der schiitischen Bevölkerungsanteile. Bei einer Gesamtbewertung der komplexen Gemengelage muss berücksichtigt werden, dass die Hezbollah im libanesischen Parlament vertreten und aktuell Teil der Regierung ist. Was bedeutet das denn dann für die Beziehungen, wenn, was hier beabsichtigt ist, auch in dem Antrag, die Hezbollah auf die EU-Terrorliste gesetzt wird? Heißt das Abbruch der diplomatischen Beziehungen? Heißt das Sanktionen? Wie wird man damit umgehen? All das ist ungeklärt und hätte diskutiert werden müssen. Und deswegen finde ich es nicht akzeptabel, das hier ohne Ausschussüberweisung einfach so abzustimmen. Herr Humko, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin von Storch? Ja. Ist Ihnen bewusst, dass es zahlreiche Länder gibt, die die Hezbollah auf die Terrororganisation gesetzt haben, so wie die USA oder Großbritannien, die trotzdem diplomatische Beziehungen dahin unterhalten? Oder wissen Sie das einfach nicht? Mir ist sehr bewusst, dass es 5 Länder gibt, die als Länder die Hezbollah als Gesamtorganisation auf die Terrorliste gestellt haben. Das ist die USA, das ist Großbritannien, das ist Argentinien, die Niederlande und Israel. Aber die große Mehrheit auch der europäischen Staaten tut es nicht, sondern hat nur die Miliz, die Hezbollah Miliz, auf die Terrorliste gestellt, um eben auch politische und auch diplomatische Beziehungen zur Region im Libanon aufrechterhalten zu können. Um es ganz klar zu sagen, Vorstellungen, die auf die Vernichtung Israels abzielen, die Antisemitismus befördern oder die Terroranschläge befürworten, lehnt die Linke immer und überall entschieden ab. Aber nicht alles, was gut gedacht ist, ist auch gut gemacht. Und wir müssen auch darüber diskutieren, was es bedeutet, wenn, wie gesagt, die Hezbollah auf die EU-Terrorliste kommt. Sie haben das auch vorhin angedeutet, Herr Strasser. Frankreich sieht das zum Beispiel ganz anders. Viele europäische Staaten sehen das ganz anders. Ich hätte mir gewünscht, dass wir hier über eine Diskussion führen, auch über die außenpolitischen Auswirkungen eines solchen Antrages. Das ist nicht möglich. Deswegen kann die Linke ihrem Antrag nicht zustimmen. Und ein letzter Gedanke. Es ist in der Situation im Nahen und Mittleren Osten, auch im Libanon, ausgesprochen wichtig, dass dort diplomatisch vermittelt werden kann. Deutschland sollte da einen Beitrag zu leisten. Ich fürchte, wir gehen hier mit diesem Antrag oder Sie gehen mit dem Antrag einen Weg, in dem so eine Vermittlung in Zukunft nicht mehr möglich sein wird. Wie gesagt, deswegen werden wir nicht zustimmen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. André Humko für die Linksfraktion und ihm wird jetzt folgen aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Irene Mihalic, innenpolitische Sprecherin. Sie merken schon auch die Debatte, wie die Debatte vorher, das ist auch ein innenpolitisches Thema. Jetzt Irene Mihalic. Herr Präsident, meine Damen und Herren, in der Presse war zu lesen, dass man sich innerhalb der Bundesregierung auf ein Betätigungsverbot der Hezbollah in Deutschland geeinigt hat. Das begrüßen wir und erwarten auch eine schnelle Umsetzung des Verbots. Die CDU-CSU hat das ja dann auch gleich aufgegriffen und schickte uns letzten Freitagnachmittag den Antrag der Großen Koalition zu. Herr Frey, die FDP wäre schon an Bord und wir Grüne könnten den Antrag ja auch unterstützen, aber am Text könnte man jetzt bedauerlicherweise nichts mehr ändern. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, auf so eine Weise lassen wir uns nicht mit ins Boot zerren nach dem Motto friss oder stirb. Und wir wollen uns auch nicht in Lobes- und Dankeshymnen gegenüber der Regierung ergehen für Maßnahmen, die sie ja noch nicht einmal getroffen hat. Vorauseilende Ergebenheit entspricht jetzt nicht unserem Parlamentsverständnis. Oder haben Sie das mit Service-Opposition gemeint, liebe FDP? Zum Inhalt
Wir teilen wesentliche Passagen Ihres Antrags. Ja, wir wollen Betätigungsverbote für die Hisbollah in Deutschland. Ja, wir wollen das Rekrutierungs- und Finanzierungsnetzwerk der Hisbollah konsequent und lückenlos zerschlagen. Denn die Hisbollah ist eine Terrororganisation. Sie nutzt Deutschland als Rückzugsraum, aber auch für kriminelle Aktivitäten wie Menschenhandel und Geldwäsche. Und deshalb ist es richtig, eine allgemeine Strafverfolgungsermächtigung nach 129b zu erteilen. Da hätten wir uns wahrscheinlich auch sehr schnell auf einen gemeinsamen Antrag einigen können. Hätten Sie uns beteiligt, hätten wir Ihnen aber auch klar gesagt, dass die fünfte Forderung Ihres Antrags für uns in keiner Weise tragbar ist. Und mich wundert es schon, liebe SPD, und Sie wurden ja hoffentlich beteiligt, dass Sie auch weiterhin jede Chance zulassen, sozialdemokratisches Profil zu zeigen. Denn der Punkt 5 ist doch nichts anderes als ein Blankoscheck für eine militärische Intervention im Nahen Osten. Und das geht auf gar keinen Fall. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Punkt hat es uns leider unmöglich gemacht, dem Antrag der Koalition und der Service FDP zuzustimmen, auch wenn wir uns im Kern einig sind. Deshalb werden wir uns bei Ihrem Antrag enthalten und stellen einen eigenen Antrag hier zur Abstimmung. Und ich kann alle Kolleginnen und Kollegen hier im Haus nur auffordern, wenn Sie die Hisbollah konsequent mit rechtsstaatlichen Mitteln bekämpfen, sich aber nicht pauschal für einen Militäreinsatz im Nahen Osten aussprechen wollen, dann sollten Sie unserem Antrag zustimmen. Ganz herzlichen Dank. Irene Mialic, Bündnis 90 Die Grünen. Ihr folgt jetzt Johann Wadephul aus der Unionsfraktion. Da ist er auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte für meine Fraktion und ich glaube auch für den Koalitionspartner zunächst einen Dank an die Freien Demokraten richten, dass wir Unterstützung für den Antrag bekommen. Und ich möchte für die Grüne Fraktion oder die Grüne Fraktion insofern ansprechen und die wesentlichen Passagen der Unterstützung auch dankbar zur Kenntnis nehmen und deshalb festhalten, die Mitte dieses Hauses steht hinter der Aussage der Bundeskanzlerin, dass die Existenz eines Staates Israel zur Staatsräson Deutschlands gehört und dass alle, die das bekämpfen und die Hisbollah bekämpft, die Existenz Israels, dass diese alle wissen müssen, sie richten sich damit gegen uns. Wir stehen an der Seite Israels. Das ist die zentrale Aussage. Und das muss man erkennen. Daraus muss man entsprechende Konsequenzen ziehen. Und ich möchte zu den außenpolitischen Implikationen, die etwas zu Ausflüchten hier geführt haben, seitens der linken Fraktion noch etwas sagen. Die Hisbollah ist durch ihren Einsatz in Syrien, dazu haben Sie jetzt gar nichts gesagt, nicht nur zu einer Bedrohung Israels geworden, sondern auch zu einer Bedrohung des Friedensprozesses in Syrien. Sie destabilisiert den Libanon und sie verfügt über ein Waffenpotenzial, was sie zu einer ernsthaften Gefährdung des gesamten Friedensprozesses an der Levante macht. 100.000 Raketen, die hauptsächlich gegen Israel gerichtet sind, müssen wir als militärisches Faktum zur Kenntnis nehmen. Und das erwartet eine internationale Antwort von uns. Und Frau Kollegin Michalik, selbstverständlich ist mit dem, was wir hier aussagen, auf keinen Fall eine militärische Intervention gemeint. Das ist völlig abwegig, das zu unterstellen. Aber wir sind alle aufgefordert, die Hisbollah auch international zu isolieren. Sie bedroht Israel, sie bedroht den Friedensprozess im gesamten Nahen Osten. Und deswegen müssen wir der Hisbollah entgegentreten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Hisbollah ist im Übrigen auch kein guter Anwalt und ernstzunehmender Anwalt der Schiiten im Libanon. Sie verhindert einen politisch friedlichen, stabilen und wirtschaftlich prosperierenden Libanon. Generalsekretär Hassan Nasrallah hat gerade noch einmal wieder in der aktuellen Staatskrise im Libanon deutlich gemacht, wie die Hisbollah sich verhalten wird. Sie will das dysfunktionale, also krisenanfällige System erhalten und sie will weiterhin ein Staat im Staate sein. Und die Hisbollah ist keine aufrichtige Vertreterin
der schiitischen Interessen im Staat Libanon, sondern sie ist der verlängerte Arm des iranischen Regimes im Libanon. Und das müssen wir erkennen. Und auch im Sinne einer vernünftigen Libanon-Politik muss man sich von der Hisbollah distanzieren. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, brauchen wir ja an dieser Stelle keine Belehrungen von Fraktionen, die es für richtig halten, sich mit dem schlechter Assad zu zeigen. Man muss sich nicht mit dem syrischen Regime, nicht mit dem gemeinsam in der Öffentlichkeit auftreten, Frau Kollegin von Storch, um zu wissen, was dort geschehen ist. Das braucht man nicht. Das ist ein Schlechter, der mit offensichtlichem Giftgaseinsatz sein eigenes Volk bekämpft hat. Und ich will Ihnen auch sagen, wenn Sie sich zum Staat Israel bekennen wollen und wenn Sie sich zur Verantwortung Deutschlands, was in einer schrecklichen Art und Weise versucht hat, Deutsche, die versucht haben, im vergangenen Jahrhundert das jüdische Volk zu vernichten, dann sind Sie gut beraten, in den eigenen Reihen dafür zu sorgen, dass nicht gewisse Flügel zu einer Relativierung der deutschen Verantwortung gegenüber Israel beitragen. Das wäre Ihre Aufgabe. Johann Wadephul für die Unionsfraktion. Wir nähern uns dem Ende auch dieser Debatte. Nils Schmid wird der nächste Redner sein, der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion. Und dann haben wir wieder mal eine namentliche Abstimmung hier. Und dann aber nähern wir uns ja auch schon mit großen Schritten einem vorübergehenden Verlassen des Bundestages, nämlich Richtung London zur Queen. Aber bis dahin ist noch ein wenig Zeit und deswegen jetzt erstmal Nils Schmid. Die FDP eingeladen mitzumachen, sie macht mit, vielen Dank. Die Grünen eingeladen mitzumachen, sie machen nicht mit. Sie haben ihre Argumente vorgetragen. Aber ich bin froh, dass wir in der Sache uns einig sind, dass die Hisbollah mit terroristischen Mitteln gegen Israel kämpft und dass wir deshalb an der Seite Israels stehen, um das Existenzrecht Israel als jüdischer und demokratischer Staat in gesicherten Grenzen im Nahen Osten aufrechtzuerhalten. Das ist die Haltung der großen Mitte des Hauses. Dafür herzlichen Dank. Und wir sind auch der Überzeugung, dass der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern auf friedlichem Wege durch eine politische Lösung gelöst werden muss. Und deshalb haben wir in dem Antrag noch mal ausdrücklich festgehalten, dass wir auf der Basis der Resolution der Vereinten Nationen eine Zwei-Staaten-Lösung anstreben. Auch das ist wichtig, weil genau uns das auch unterscheidet von den Kräften im Nahen Osten, unter anderem der Hisbollah, die das Existenzrecht Israel nicht anerkennen und die unter dem Vorwand der vermeintlichen palästinensischen Interessenvertretung gegen Israel aktiv kämpfen. Das halten wir für nicht akzeptabel. Und gerade deshalb halten wir an der Zwei-Staaten-Lösung als Grundlage für nachhaltigen Frieden in Israel und Palästina fest. Und wir haben auch gar nichts zurückzunehmen, was Kollege Krötsch und andere in der Vergangenheit gesagt haben. Ohne Zweifel ist die Hisbollah ein relevanter politischer, sozialer und auch militärischer Faktor in Libanon. Deshalb haben wir auch immer darauf hingewiesen, dass man nicht das einfach verdrängen kann. Aber die gedankliche Trennung in einen militärischen und politischen Arm war immer politischen Überlegungen geschuldet. Und wir können unsere Augen nicht davor verschließen, dass Hisbollah in den letzten Jahren deutlich aggressiver geworden ist, was Aktivitäten gegenüber Israel anbelangt. Die Aufrüstung durch hochmoderne Raketentechnologie mit iranischer Unterstützung ist vom Kollegen Wadephul genannt worden. Und auch das Eingreifen in den syrischen Krieg an der Seite Irans verdeutlicht ja, dass Hisbollah kein rein libanesischer Akteur ist, sondern dass sie zu einem Partner Irans in der regionalen Politik geworden sind. Und deshalb ist es richtig, dass wir auch unter Ziffer 5 des Antrags dieses festhalten und dagegen vorgehen wollen. Natürlich mit politischen Mitteln, von militärischen Mitteln ist ja gar keine Rede. Aber ich denke zum Beispiel an die syrienbezogenen Sanktionen, die es international gibt, die natürlich dann auch auf Hisbollah-Akteure in Syrien ausgedehnt werden können. Genau dieses wollen wir mit den internationalen Partnern besprechen. Deshalb ist dieser Antrag auch in diesem Punkt richtig. Ich will noch mal festhalten, es ist uns gelungen, mit diesem Antrag deutlich zu machen, dass wir innenpolitisch alles dafür tun, um Hisbollah-Aktivitäten in Deutschland trocken zu legen und dass wir außenpolitisch nach wie vor die richtige Balance gefunden haben,
aber gerade auch mit den europäischen Partnern darüber reden wollen, wie angesichts der Ausweitung der militärischen und terroristischen Aktivitäten von Hisbollah im Libanon und darüber hinaus vorgegangen werden kann. Deshalb bitte ich um breite Zustimmung zu diesem Antrag. Herzlichen Dank. Nils Schmid, der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion. Und auf dem Weg zum Pult ist schon Mario Miruch, früher mal AfD, dann Blaue Partei, aber die wird ja zum Jahresende aufgelöst. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wäre ich Israeli, würde ich heute hier stehen und würde mich fragen, ob ich lachen oder ob ich weinen soll. Die AfD stellt einen Antrag, das längst überfällige Verbot der Hisbollah zu beschließen. Jeder normal denkende Bürger wird jetzt sagen, eine Terrororganisation zu verbieten, völlig richtige Sache. Ja, sage ich auch. Dann schaut man aber auf die namentliche Aufzählung der Antragsteller. Und da findet man dann die Leute, die von sich sagen, dass zwischen sie und Höcke kein Blatt Papier passt, die der Meinung sind, die NPD vertrat bisher als einzige Partei die Interessen Deutschlands, die mit der Hand auf dem Herzen an der Wolfsschanze standen, von deren Autos es Kennzeichen gibt, AH1818, GD3345, oder die ihre lustigen Wehrmachtsbilder an ihre Büroleiter schicken zu Recherche- und Archivierungszwecken. Aufschrei, Empörung, Konsequenzen? Keine. Nicht doch, im Gegenteil, wer den Björn kritisiert, der fliegt hochkant aus der Landesgruppe. Ich habe das schon mal gesagt, wer es wirklich ernst meint, und ich weiß, es gibt da noch ein paar, die es wirklich ernst meinen, die sollten endlich die Konsequenzen ziehen und sich klar distanzieren. Denn Israel, hat nicht umsonst zuletzt klar deutlich gemacht und auch hier in der Vertretung der deutsch-israelischen Gesellschaft, dass es auf solche falschen Freunde verzichten möchte. Wäre ich Israeli, würde ich aber auch die anderen Fraktionen tadeln. Denn die vielgepriesene deutsche Staatsräson, die aus partei- und fraktionstaktischen Spielchen hier monatelang verschleppt wird, ermöglicht es, wie es heute schon angesprochen wurde, in Berlin antisemitische Veranstaltungen zuzulassen und hier ganz schön rumzueiern. Denn Israel, denn Deutschland, ja, hat Israel an den Iran verraten. Es erkennt Israels Recht auf Benennung seiner Hauptstadt nicht an. Es stimmt in der UN gegen Israel ab. Und unserem dortigen Vertreter brachte das dem Titel für die schlimmsten antisemitischen Vorfälle mitverantwortlich zu sein ein. Und Heiko Maas nimmt ihn daraufhin so in Schutz, er vertrete bei sämtlichen Abstimmungen die Haltung der Bundesregierung. Ja, das haben wir leider alle befürchtet. Und das kann es auch nicht sein. Vielen Dank. Mario Miruch hat hier tatsächlich mal Applaus bekommen für Anmerkungen in Richtung seiner ehemaligen Partei, der AfD. Wir sind beim letzten Redner angekommen. Reinhard Brandl für die Unionsfraktion spricht noch einmal zum Verbotsantrag bzw. zum Antrag von Union, SPD und FDP zum Verbot der Hisbollah. Es war ein deutliches Signal gegen die falschen Freunde Israel und gegen diesen falschen Populismus, den die AfD heute hier aufführt. Herzlichen Dank für den Teil Ihrer Rede. Und meine Damen und Herren, von dieser Debatte heute wird ein Signal ausgehen. Und zwar das Signal wird sein, dass der berühmte Satz, dass die Sicherheit und das Existenzrecht Israel zur deutschen Staatsräson gehört, nicht nur ein Satz ist, den die Bundeskanzlerin mal vor 11 Jahren in einer Rede vor der Knesset gebracht hat, sondern dass er von der breiten Mehrheit dieses Deutschen Bundestags mit geteilt wird. Und meine Damen und Herren, die Hisbollah ist eine Terrororganisation. Sie bestreitet das Existenzrecht Israel. Sie ist eng mit dem Iran verbunden. Und der Kollege Wadepfuhl hat es eben erwähnt, sie destabilisiert die eh schon fragile Situation im Nahen Osten. Man kann die Aufzählung weitermachen. Sie ist weltweit in Drogen- und Waffenschmuggel verbunden. Sie hat im Libanon einen Staat im Staate etabliert. Ihr militärischer Arm, die Kapazitäten, die militärischen Kapazitäten, die Waffen sind eine unmittelbare Bedrohung für Israel. Und dass sie bereit sind, entgegen ihres eigenen Friedensabkommens im Libanon, das eigentlich eine Nichteinmischung in die Situation von Nachbarstaaten vorsieht, dass sie bereit sind, ihre Waffen auch in Nachbarstaaten zum Einsatz zu bringen. Das zeigen sie in Syrien. Und das alles sind Gründe genug für diesen Antrag und die Aufforderung an die Bundesregierung, in Deutschland ein Betätigungsverbot für die Hisbollah zu erlassen.
Die Hisbollah ist zum Teil in Deutschland offen, in Berlin aktiv, zum großen Teil aber verdeckt. Aber sie ist hier. Allein im Jahr 2018 hat der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof 36 Ermittlungsverfahren gegen Mitglieder von Hisbollah angestoßen. Und es ist gut, dass unsere Sicherheitsbehörden diese Umtriebe im Blick haben und dass sie mit allen Mitteln des Rechtsstaats dagegen vorgehen. Weil wir natürlich damit rechnen müssen, dass Hisbollah Anschläge plant im Israel oder gegen israelische Interessen. Und wir müssen natürlich damit rechnen, dass solche Anschläge, terroristische Aktionen nicht nur im Nahen Osten selbst geplant wird, sondern dass sie Rückzugsräume, logistische Plattformen nutzen, zum Beispiel auch in Deutschland, um Anschläge vorzubereiten, zu planen oder finanziell zu unterstützen. Und meine Damen und Herren, das dürfen wir nicht zulassen. Und wir dürfen es nicht zulassen in Deutschland, wir dürfen es aber auch nicht zulassen in Europa. Deswegen ist unser Antrag ein erster Schritt. Am nächsten Schritt muss eine gemeinsame Bewertung in Europa zur Hisbollah erfolgen und auch europaweit Maßnahmen zur Unterbindung von solchen Aktivitäten mit erfolgen. In diesem Sinne bitte ich Sie alle um Zustimmung zu unserem Antrag und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Und das war der letzte Redebeitrag in dieser Debatte zum Verbot gegen die Hisbollah, in einer Debatte, der drei Anträge zugrunde liegen.